Wenn wir von dem sprechen, was viele Menschen Aufwachen nennen, oder Erleuchtung, oder Satori, oder Selbst, oder Ramana spricht vom Ich, Ich, alles sehr viele verwirrende Begriffe. Und eigentlich ist es so eine ganz natürliche Sache. Und ich würde mal behaupten, dass jeder Mensch einen kleinen Schimmer davon schon mal entdeckt und erlebt hat. Zum Beispiel, wenn du ein wirklich ergreifendes Musikstück gehört hast und dann verklingt die Musik und es ist ein kleiner Moment Pause. Und erst danach kommt der Applaus. Oder wenn du, manche Menschen haben das vielleicht, wenn du eine Kirche betrittst und bist einen kleinen Moment still, weil der Platz vielleicht so besonders ist oder der Weihrauch, der in die Nase gestiegen ist. Was passiert in diesem kleinen Moment? So ein kleiner, eine kleine Lücke, ein kleiner Zwischenraum zwischen dem gewöhnlichen Leben. In diesem Augenblick, in der Stille vor dem Applaus, bist du vollständig im Augenblick. Du bist vielleicht beseelt und erfüllt von dem, was gerade dich bewegt hat, was du gehört hast und was dich berührt hat. Du bist vollkommen da. Du würdest nicht auf die Idee kommen, dich jetzt zu fragen, oh, wie komme ich denn hier raus am schnellsten? Dann ist der Moment vorbei. Wenn du dich fragst, okay, ich möchte der Erste sein, der aus das erste Taxi oder der Erste an der Parkgarage oder die erste U-Bahn, was weiß ich, dann ist der Moment vorbei. Aber in diesem Moment, in diesem kleinen, vielleicht winzigen Moment, wo das normale, das durchschnittliche Leben, das normale Alltagsleben einen kleinen Riss bekommt. Und dann bist du ganz im Augenblick. Du bist ganz vollständig da. Du bist erfüllt, beseelt, könnte man sagen. Du bist gegenwärtig. Und wo auch immer du das schon erlebt hast, das ist die Richtung. Das ist der Angelpunkt. Und es kann sein, dass du so einen Moment erlebt hast. Vielleicht auch schon, als du ganz klein warst, ohne dich zu erinnern. Und vielleicht kommt die Sehnsucht von ganz woanders her. Dass so eine tiefe Sehnsucht da ist. Oder ein Gespür dafür. Da gibt es noch was anderes. Das, was ich so im Alltag erlebe und womit ich mich beschäftige und was mich antreibt, das ist wichtig und schön und das ist vollkommen nützlich und bereichernd und erfüllend, sich das Leben so schön wie es geht zu gestalten. Und trotzdem, selbst wenn alles erfüllt ist, gibt's vielleicht etwas für dich, wo du merkst, das kann mir nichts erfüllen. Nicht die schönste Liebesbeziehung, nicht der beste Sex, nicht die schnellste Autofahrt oder die weiteste Reise oder durch nichts ist das erfüllbar. Sondern da gibt es so einen kleinen Ruf, ein kleines Locken, ein kleines Spüren und Wissen. Da ist noch was anderes, was sich in diesem Moment, in der Pause vor dem Applaus, oder wo auch immer für dich zeigt und gezeigt hat. Und das ist, worum es jetzt hier geht. Da ist diese Sehnsucht. Manche Menschen haben die auch gar nicht und einfach so verschwindet das Alltagsbewusstsein und es ist stattdessen das Alltagsleuchten da. Aber bei den meisten es ist eine Sehnsucht, die dich dahin ruft und die sich dann das Ich
Das Ego greift und sagt, oh, jetzt muss ich was tun. Da muss ich irgendwie mich anstrengen, um dahin zu kommen, weil so ist bisher alles in meinem Leben gewesen. Ich musste laufen lernen und bin dafür, weiß nicht wie oft, auf die Nase geflogen. Ich habe das ABC gelernt und musste dafür Buchstaben üben und abmalen. So werden die Dinge gelernt. Aber zum Beispiel die Sprache lernt das Kind einfach durchs Lauschen. Und insofern gibt es auch eine Ahnung, da gibt es noch eine andere Art davon, Dinge aufzunehmen. Also wir haben jetzt die Sehnsucht und wir haben so ganz nebenbei sowas wie ein Interesse, ein Wunsch, eine kleine Neugier vielleicht. Und irgendwann wird das vielleicht ein Ahnen. Ah, da gibt's noch was. Und wenn du dann ein bisschen mehr Informationen hast vielleicht oder dich ein bisschen spürst irgendwo, ah ja, da ist es ja, was ich suche. Da fühle ich, dass es da ist in meinem Gegenüber. Gleichsam als Resonanz dann auch in mir selbst. Und dann weißt du vielleicht das eine oder andere. Und an irgendeinem Punkt, wann auch immer der für dich ist oder war, gibt es eine Entscheidung. Und das kann vielleicht auf der mentalen Ebene sein, ah ja, ich will aufwachen. Und dann bist du auf der mentalen Ebene. In Wirklichkeit ist es was anderes. In Wirklichkeit ist es eine tiefe Hingabe. Und zwar von dem ganzen Wesen. Es ist ein mentales, ja, das will ich. Und es ist ein emotionales Hingeben. Und zwar nicht, okay, mach mal mit mir, sondern ich bin bereit. Du bist in gewisser Weise vollständig anwesend und gleichzeitig vollständig hingegeben. Und es ist auch gleichzeitig ein körperliches, ich wende mich dem wie körperlich zu, ich bewege mich auch körperlich ein Stück weit darauf zu, ohne dass ich jetzt anfange, in der Weltgeschichte rumzulaufen. Das gehört manchmal auch dazu, aber insofern ist es eine Entscheidung, die das ganze Wesen betrifft. Körper, Seele und Geist. Und eine innere Ausrichtung deines guten Herzens auf das, wo du spürst, wo dieser Riss in der Wirklichkeit ist. Das Ich weiß aber noch nicht, das Ego weiß das nicht und dieser Organismus weiß das auch nicht. Worauf richte ich mich denn aus? Selbst das wahre Selbst weiß das nicht so genau. Also dein persönliches Selbst weiß das nicht so genau. Es gibt so ein Ahnen, ein Spüren. Und dann braucht es Worte und Begrifflichkeiten. Und die Tendenz ist es, sich an den Begrifflichkeiten festzuhängen, festzuhalten oder sich an der Liebe zu einer Person festzuhalten oder sich körperlich irgendwo hineinzubegeben und dann irgendwann mitzukriegen, ah, das ist es noch nicht wirklich. Und während das passiert, wird es ein immer präziseres Ausrichten und es wird immer mehr nach innen gleichzeitig verbunden und vollkommen unabhängig und frei. Und der Verstand darf dafür Begriffe benutzen wie Bewusstheit, da sind wir auf der Ebene von Zeugenbewusstsein, auf der Ebene der Frage, wer bin ich? Und den Verstand zu nutzen, um zu wissen, aha, das kann in jeder Sekunde passieren, dass der Alltagsschleier zerreißt. Da kann sein, ich muss noch irgendwie unendlich viele Jahre unter dem Bodhisattva-Baum sitzen, aber kann auch sein, dass nicht. Es ist unbekannt. Also der Verstand kann sich ganz nützlich machen, indem er sich immer präziser darauf ausrichtet. Du kannst dafür sorgen, dass der Körper immer durchlässiger und weicher wird, dass es dem Körper immer leichter fällt, in der Gegenwart zu sein und relaxed zu sein.
Weil wenn der Körper in Alarmzustand ist, dein Nervensystem in Alarmzustand ist, dann macht der Körper etwas, nämlich dann schaltet er den Überlebensmodus über alles andere. Es ist nützlich, dass es diesen Überlebensmodus gibt. Und es ist nützlich, dass der Körper mitkriegt, wenn gerade keine aktuelle Gefahr ist, außer der, dass dir der Himmel auf den Kopf fällt, die immer da ist. Aber so, dass der Körper mitkriegt, ah, okay, ich kann jetzt einfach so da sein. Auch wenn das in der Kindheit schwierig war, wenn das in der Kindheit gefährlich war, so zu spüren. Ja, begreifen ist das falsche Wort, weil das ist nicht nur eine Verstandessache, es ist auch eine Verstandessache, aber diese Information muss sozusagen in jeder Körperzelle ankommen. Der Körper muss wissen, wir haben jetzt das und das Datum und ich bin jetzt hier und ich bin relativ sicher. Und dann kann der Körper relaxen und kann mit der Zeit in immer herausfordernden Situationen relaxed bleiben. Und wenn der Körper so relaxed ist, dann passiert das, was wir schon beim wahren Freund beschrieben haben. Dann kann dieser Seelenraum sich weiten, dann können die Gefühle da sein. Weil das sind alles die Hinderungsgründe oder das ist das, was das schwer macht. Wenn du mit dem Körper angespannt bist, dann kannst du nicht wirklich da sein, weil dann bist du immer in Alarmbereitschaft und Alarmbereitschaft ist auf die Zukunft gerichtet, auf das, was kommt. Dann bist du nicht im Augenblick. Wenn du damit beschäftigt bist, dafür zu sorgen, dass du bestimmte Gefühle nicht fühlst, Wut und Angst und Traurigkeit und schon gar keine Freude und erst recht keine Liebe zu irgendjemandem, der dich womöglich nicht liebt, wenn du das alles nicht fühlen willst, dann bist du damit beschäftigt, etwas, was da ist, zurückzuhalten. Dann bist du auch nicht hier und jetzt da. Wenn du die ganze Zeit als Beobachter bleibst und das immer kommentierst und beobachtest und selbst wenn du dann stiller wirst, dann wird es ein immer friedlicherer Verstand, der vielleicht am Anfang dieses Ahnen hat und dem folgt, der dann achtsam ist und ausgerichtet und dir hilft, ausgerichtet zu bleiben auf dein innerstes gutes Herz, auf das, was da drunter liegt. Und der dann am Ende so wie ein reflektierender Bergsee ist, der in sich still ist, die Welt reflektiert und sich nützlich macht, wenn er gebraucht wird für praktische Dinge. Und dann wird das Leben einerseits gesammelter und gleichzeitig freier.